Hey, wo stellst du das jetzt hin? Hier unten in den Gang rein. Achso. Ach, da hast du jetzt zugerammelt. Feiner Sandstein. Philipp, hätte man das hier nicht schöner machen können, wir müssen auch noch um so eine doofe Ecke rennen. Mecker, mecker, mecker. Mecker, 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 genau. Schau mal, da irgendwo eine Spinne. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Verlustgeschäft gemacht. Klasse Veranstaltung wieder mal auf Facebook. Die 800.000 Teilnehmer kommen 24 Stunden Monster Energy gratis. Was für ein Ding? 24 Stunden Monster Energy gratis. Nehme ich. Klicken auf Teilnehmen, aktualisiere. Klicke auf Teilnehmen, aktualisiere die Seite. Und klicke oben auf Teilen, teile die Veranstaltung, lade all deine Freunde ein. Like unsere Page. Passiert eh nicht. Diese wird dich benachrichtigen. Mhm, dann kriegst du hier unseren Stößen mit dem ägischen Zucker von der Zuckerbrühe. Haben wir schon 22 Stunden. Daniel, hilfst du bitte beim Anpflanzen mit? Wenn du immer hier bist. Ich bin quasi gar nicht da. Wir können ja der Uwe mithelfen. Ihr könnt euch sowas aus der Kiste mitnehmen und dann mitnehmen und essen. Nicht wer hat denn hier so Zeit ausgeschaltet, das Ding? Ich hab nicht darum gedrückt, ich weiß mal wie es funktioniert. Ich anscheinend. Ach, anscheinend. Da liegen noch Kartoffeln rum. Die Kartoffeln. Beste. Original deutsche Kartoffeln. Philipp, mach das mal interaktiv. Ne, mach's doch anders. Nur mal meckern oder keine Veränderung machen, die wir irgendwo hin. Dispenser geht hier auch ab. Wo ist ein Dispenser? Hinten. Ja, rat mal, warum der dort ist. Was machst du denn jetzt? Daniel? Mhm. Was wird denn das? Korrektur. Da muss überall rumfuschen, ne? Bei jedem rumbauen. Ja, ein Selbstkiller nicht auf der Reihe. Die Windmühle, die du brauchst, seine eigene Hütte hat er keine. Und dann erzählt er immer, ja, ich hab so viele Ideen, ne? Ich will auch gar nicht, dass irgendwie. Das siehst doch, ich hab alles mal angefangen und jetzt zu Ende. Erstmal alles. Ja, aber du könntest ja einfach mal was zu Ende bauen. Das wäre das Einfachste, ne? Dann können wir mal sehen, was du für Ideen hast. Bis jetzt habe ich von deinen Ideen noch nichts gesehen. Seinen halben Turm dort, den hat er. Den halben Turm? Die Windmühle, die ist fast fertig. Einen weißen Klotz und eine fast fertige Windmühle mit einem Hakenkreuz-ähnlichen Windrad. Ey, das sieht gut aus, hab ich heute festgestellt. Apropos Hakenkreuz, jetzt müssen wir das machen. Du musst das nur über einen längeren Zeitraum, selten genug, aber dennoch oft angucken. Danke. Das schreist du bitte mal nieder, so wie du es gerade gesagt hast. Oder Philipp schreit es mal nieder, das klingt gut. Krieg schneller mal zusammen, das war. Selten genug, aber immer wieder anschauen. Ja, der hat es aufgenommen. Ja, genau. Das klingt gut. Sagt mal, was ist ein Jude, der auf einer Schaukel. Bitte keine, sitzt. Bitte keine. Den Witz fand ich nicht lustig. Das machen wir nicht. A, kennen wir das schon? B, so das machen wir so Witze, machen wir so. Sucht der Schneider Kies und baut seine Falle auf Kies. Piep! Ach stimmt, den habe ich euch erzählt. Oh, ja. Das hat Schwert. Witze will ich ja wirklich nicht, das gehört sich wirklich nicht. Ja. Ja, ein Glück warst du heute nicht da. Das ging die ganze Zeit so. Ja? Wegen dir, Uwe, okay. Weil du wolltest dich eine Witze-App runterladen. Und nur solche Witze drinne stehen. Ja, nee, die irgendwelche antisemitischen Witze dann durchzulesen. Uiuiui. Was machst denn du? Dort jetzt herum. Das ist geil. Das war gut. Weiß. Spielt er noch immer so ruhig? Na klar. Das hast du offiziell geschrieben. Was ist das für ein Witz?
Ne? Zählt für beide. Salom, die ganze Nee, muss so streng. Die für beide, macht doch gar nichts. Ja, vor allen Dingen, du lachst und keiner weiß warum. Na, erzähl doch wenigstens, was du angeguckt hast. Ey, cool, der Slime, der hupt das mir so schnell. Vielleicht teile ich dann noch mit dir. Ja, mit mir teilen. Hallo, die Zuschauer. Auch wenn wir keine haben. Nicht so frech. Du den Schleim kaputt machen, der soll nicht auf mein Feld. Der hier? Soll ich mal drüber hieven? Aua. Was killt das Slime, wie ich das mal. Hier macht, da macht ganz schön Schaden, du. Guck mal her. Ey! Oh. Was passt das Slime hier hausen eigentlich? Wenn hier irgendwie das Wasser jetzt runterfließt, ne, dann darfst du das wieder alles nachpflanzen. Ja. Ich weiß ja nicht, Philipp Schneider, mach ja nur uns. Die tanken schon mal, das kriegen wir mit. Also, kleiner Frechdachs. Ja, wenn man das Let's Play anguckt, hört man euch ja nur zanken. Tag ein, Tag aus. Nur zanken. Da können wir eigentlich mal für das Let's Play anschauen. Ich denke, vor dir, Justin. Und ich bin dann nur da oben, wo zwischen Freunden steht. Nein. Hast du jemals dieses Let's Play angeguckt, Uwe? Klar. Wann? Die erste Folge? Nein, nicht ganz. Nicht ganz die erste Folge. Ich hab immer mal reingeschnurrt. Also nie. Doch. Mehr oder weniger regelmäßig. Ja, Alex, ich hab's live miterlebt. Ich meine, es gibt Schauspieler, die gucken nicht mal ihre eigenen Filme an. Hast du die Woche vor der Prüfung hier Urlaub genommen? Nein. Den vierten da? Nein. Okay. Jetzt ist die Geschichte, die vor der Prüfung Urlaub war. Ich bin da gerade da. Wir wollten nach Hamburg. Hamburg? Ja. Oder bin ich auch mal wieder? Soll ich irgendwas mitbringen? Nee, da fahre ich selber erst dies schon hin im Juli. Was gibt's dort in Hamburg? Steinerei. Music. Was? Spannereien? Ja, Schweinerei. Nicht. Auf jeden Fall. Wieso hast du den Nazi eingeladen? Oh. In Hamburg brauchst du keine Frau mitnehmen, da gibt's genug. Bitte, du darfst. Die Schweinereien machen. Was denn? Nachpflanzen. Was denn? Die Kartoffeln. Die ist doch klasse. Scheiße. Das war ein Leck, ich hab nichts abgebaut. Ich wünsche gute Unterhaltung. Das wünsche ich mir aber auch. Oh nee. Philipp, du bringst das doch besser als ich. Ne. Ich weiß gar nicht, wie das vorher war mit dem Kartoffeln. Nee. Ich schaue, ich war dumm doch, Philipp. Ne. Außerdem habe ich jetzt noch eine kleine Spülung gegeben. Die sind noch nicht mal alle unten. Wahrscheinlich. Die sind alle unten. Ich seh's doch. Ja, die sind ja alle unten. Stimmt, die liegen auf dem Feld überall rum. Was machst du denn hier eigentlich? Du hast den Sand jetzt abgebaut vom Blatt oder was? Mhm. Nein. Nicht kann immer bei anderen Leuten rumfuschen, weißt du? Das war schon mit meinem Eingang so in meinem Tempel, weißt du? War rumgefuscht, oh. Ist kaputt gespielt. Es fehlt mir Erde. Nachpflanzen, sonst sind unsere Kartoffeln weg. Wenn wir keine Kartoffeln mehr haben, dann haben wir ein Problemchen. Ja, da haben wir ja absolut. In der Kiste war noch welche. Ja, da vorne sind noch 42 drin, die ich vorhin nicht gebraucht habe. Was ist denn? Ich werde es sehen. Irgendwann baue ich meinen Schneemann und dann wird eingeführt, dass Schneeblöcke schmelzen. Was habe ich denn mit meinen Diamanten, die ich sitzen muss? Ach ne, die habe ich alle verschossen. Ich habe ja noch gar nicht so viel. Also bis oben angepflanzt? Ja, es war voll das Feld. Nee. Das ist eine ganze Folge weg, wenn ich das ja mache. Ja, war bei mir auch schon. Aber das ist ja nicht so schlimm, ich nehme ja auf, ne, das sieht's ja keiner. Bei dir sieht's ja jeder. Ich scheiß grad auf jeden Fall. Mm-hmm.
Schön, bin Fahrrad gefahren. Wo? Na, auf der Straße. Da hat ich abgestellt und 2 Stunden später gehe ich wieder raus, weil mir das Sattel eingefroren. Mir kann das Fahrrad mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Auch die Scheibenbremsen. Ist ja schrecklich. Tja, ich habe mich auf der eisigen Sattel gesetzt, ne? Ende der Geschichte war, als ich da angekommen bin, war das Sattel nicht mehr eisig, aber mein Arsch nass. Ja. Ja, und das war eben halt ein Erlebnis, was ich heute. Ich denke, ich hatte heute auch fast einen nassen Arsch stehen. Ich sag, wie das abging. Ich schon mal Eisen in meiner eigenen Baustelle hier, das sind sie fressen. Ah, mit dem Fahrrad. Das hätte ich auch beinahe vor mir gehabt. Aber eigentlich da, war der lieber Philipp da. Doch da hielt plötzlich am Rand ein roter Schlagloch. Bitteschön, also das will ich nicht nochmal gehört haben. So rot die Karre? Philipp, ohne Witz, mach das mal nicht eins aktiv hier. Dann baust du doch um. Wenn ja, immer... genau. Ich sperre es du, ne? Du kannst okay, ich baue das um. Als viertes Projekt. Okay. Die muss ich mal eine To-Do-Liste machen und dann die am ersten Mal abarbeiten, ne? Eigentlich sogar sechstes, aber das ist jetzt so wieder. Was sind die anderen? To-Do-Liste. Nee, ich weiß das alles, toll. Jetzt zähl mal auf, was du alles noch bauen willst. Also mein Feld weg, mir eine eigene Hütte hin, mein Turm, mein Schneemann, das Feld will ich umbauen und mein Glück, mein Haus, die Windmühle mein fertig. Ja, das ist was zu tun. Ihr müsst noch die Tore bauen, der Philipp muss seine Koppel noch abreißen. Nee, ich spiel, als nächstes ist bei mir der Kuhstall dran. Ja, die Koppel abreißen. Dann baue ich vielleicht irgendwann mal um da. Okay. Soll ich die restlichen Kartoffeln auch noch hin tun? Ja, komm, ich bin ein bisschen.